Länger durchhalten mit der richtigen Atmung. Es gibt eine Atmung, die nennt sich sogenannte 4-7-8-Atmung und die hilft tatsächlich, einen positiven Effekt auf dein Durchhaltevermögen beim Sex. Die Atmung funktioniert folgendermaßen. Ich mache es dir einmal vor. Das heißt, wie gesagt, 4-7-8-Atmung. Vier Sekunden ein, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden Exhalation. Das Wichtige bei dieser Atmung ist, dass die Exhalation wesentlich länger ist als die Inhalation. Weil wenn die Exhalation länger ist als die Inhalation, sorgt es dafür, dass du dich körperlich wie auch mental in einen entspannteren Zustand versetzt. Und das wiederum hilft dir dann mit deinem Durchhaltevermögen beim Sex. Das heißt, wenn es ums Thema Atmung geht, das Beste, was du tun kannst, zumindest in meiner persönlichen Erfahrung, und ich kenne viele verschiedene Breathwork-Atmungstechniken, das Beste, was du tun kannst, ist die 4-7-8-Atmung. Das kannst du auf jeden Fall mal für dich testen. Wichtig zu verstehen ist, dass die Atmung nur ein Teil der Lösung ist. Eigentlich ist es sogar so, und das ist wichtig zu checken, dass wenn du wirklich die Ursachen auflöst, die du momentan hast, also wenn du die Defizite auflöst, die dafür sorgen, dass du aktuell beim Sex zu früh kommst, wenn du die auflöst, dann kannst du in den Sex reingehen und dann musst du dich nicht mehr um eine Atmung kümmern, dann musst du dich nicht mehr um eine Stoßtechnik kümmern, nicht mehr um irgendwas anderes, sondern gehst du einfach rein. Du hast Spaß, du lebst dich aus, du bist leidenschaftlich, hast schönen, langen, befriedigenden Sex mit deinem Partner oder deiner Partnerin und end of story. Und das ist der Zielzustand, den natürlich, das weiß jeder, erreichen möchte. Ja? Bis dahin, ein bisschen mit der Atmung zu experimentieren, ist sicherlich nicht grundverkehrt. Die Atmung, die ich dir gegeben habe, funktioniert somit am besten. Aber, ich sage es nochmal, nicht der heilige Gral, höchstens ein Schritt in die richtige Richtung. Ich blende dir an der Stelle mal unser Love-Better-5-Ebenen-Modell ein. Dieses Modell zeigt dir, auf welchen Ebenen vorzeitiger Samenerguss entsteht. Die Atmung wirkt jetzt hier auf zwei Ebenen. Wirkt einmal auf der körperlichen Ebene. Warum? Durch die Atmung entspannt sich dein Körper. Rein physiologisch tritt ein zunehmender Entspannungseffekt ein. Das ist gut. Und gleichzeitig wirkt die Atmung auch auf der mentalen Ebene und das entspannt deinen Geist, entspannt deinen Kopf. Das Problem ist jetzt aber folgendes. Wenn du dir Popcorn machst, also du packst Maiskörner in einen Topf und du machst Popcorn und du machst auf diesen Topf machst du ein Blatt Papier drauf, damit die Popcorns im Topf bleiben und nicht rausspringen. Was wird passieren? Was passieren wird, ist, die Popcorns, die haben so eine gewaltige Kraft, so eine Energy, wenn die platzen, und es kommt so eine heiße Luft von unten, dass das Blatt Papier in 0, nichts vom Topf runtergeweht werden wird und die Popcorns fliegen dir durch die ganze Wohnung. Ähnlich ist es auch mit der Atmung und deinem mentalen Zustand beim Sex. Wenn du mentale Defizite hast, wenn du Glaubenssätze hast, festgetretene Gedankenmuster, Gefühlsmuster, die immer wieder auftreten, du setzt dich beim Sex unter Druck, du bist angespannt, du willst nicht versagen, du hast Angst, dich zu blamieren. Du fragst dich, was kann ich tun? Es graut in deinem Kopf, ob bloß nicht wieder zu früh kommen. Du hast vielleicht schon Angst zu penetrieren, weil du genau weißt, wenn ich jetzt eindringe, dann dauert es wieder nur eine Minute oder zwei, bis ich abspritze. Wenn du diese Gedanken bei dir drin hast, ist es zwar nett zu atmen, aber die Atmung wird nicht diese ganzen negativen Glaubenssätze und Gedankenmuster in deinem Kopf komplett ausgleichen können. Die Gedankenmuster, negativen Gefühlsmuster, Glaubenssätze sind stark und sie sind festgetreten über, sagst du mir, aber wahrscheinlich viele Monate bis viele Jahre hinweg sind diese Gedankenmuster festgetreten. Und
die gehen nicht durch ein bisschen Atmung einfach weg. Schön wär's, leider ist es nicht so. Wir müssen uns diese Defizite auf der mentalen Ebene anschauen, herausfinden, ganz genau herausfinden, was sind die Gedankenmuster, was sind die Gefühlsmuster, was sind die Glaubenssätze, die sich dahinter verbergen, also diese tief sitzenden inneren Überzeugungen, die du hast über Frauen, über Sex, über männliche Attraktivität, über dich selber. Betäubungen, die so tief sind und von denen du selber so überzeugt bist, dass du sie nicht mal als Überzeugung wahrnimmst, weil du bist ja überzeugt. Die müssen wir aufspüren, die einmal vors Gesicht halten und dann anfangen, die aufzulösen. Und wenn du das gemacht hast, plus Arbeit, ich blende das Fünf-Ebenen-Modell nochmal ein, auf den unterschiedlichen Ebenen, richtige Methoden, Übungen, auf den anderen unterschiedlichen Ebenen, das richtige Wissen auch stellenweise, dann gehst du in den Sex rein, dann bist du tiefenentspannt, ohne Atmung, dann bist du einfach so tiefenentspannt und dann kannst du 10, 15, 20, 30 Minuten Sex haben, dann kannst du deine Erregung steuern, kontrollieren. Und musst nicht irgendwie auf die Atmung achten oder auf irgendwas anderes. Und das ist der Zielzustand, den sich fast alle Männer wünschen und der auch für fast alle Männer im Angebot ist. Nichtsdestotrotz, ich habe dir eine Atmung gegeben. Besser als nix, auf jeden Fall. Schritt in die richtige Richtung. Safe. Aber ich verspreche dir eins, es wird wahrscheinlich dein Problem nicht vollständig lösen. Das Fünf-Ebenen-Modell und die Arbeit auf den fünf Ebenen, das hingegen schon. Wir haben mit diesem Fünf-Ebenen-Modell schon sehr, sehr, sehr vielen Männern über die letzten Jahre geholfen, vorzeitigen Samenerguss ganzheitlich aufzulösen. Und wir können mit ziemlicher Sicherheit zumindest auch dir helfen. Und um das herauszufinden, ob wir dir helfen können und wie konkret, haben wir bei uns ein Angebot, das nennt sich kostenloses Wachstumsgespräch. Da kannst du dir einen Termin buchen mit mir oder einem der Experten in meinem Team. Und dann gucken wir uns deine Situation an, gucken, ob das Fünf-Ebenen-Modell für dich funktioniert, erklären dir, wie es funktioniert, wie du das einsetzen kannst. Und dann hast du die Möglichkeit, wenn du dann da Lust drauf hast und es gut passt, dann auch mit uns zusammenzuarbeiten. Genau, so viel für heute. Ich hoffe, das Video hat dich inspiriert, weitergebracht und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Also ich bin zu euch gekommen mit dem Thema frühzeitiger Samenerguss. Früher ich gedacht habe, okay, ich bin froh, wenn ich über die Minute rausgekommen bin. Vorzeitiger Samenerguss. Das beschäftigt mich eigentlich schon, seit ich in der Sexualität bin. Erektionsproblem. Und natürlich war auch die Partnerin frustriert. Da habe ich gedacht, da muss ich jetzt was tun.